Der Olli im Jahr 2012 hier in Mahlertz seinen TEDx-Hybrid vorgestellt hat, der leider ein Einzelstück geblieben ist. Er hat also keine Geschwister bekommen. Das war ja jetzt ein Computer, der TEDx 80, TEDx 81 und Jupiter Ace mit einer ULA vereinte. Und war ja eigentlich schon ganz praktisch und wäre ja schön gewesen, manche hätte ich das gewünscht, das auch mal nutzen zu können zu Hause, aber wie gesagt, ist ein Einzelstück geblieben. Es ging darum, es sollte noch mehr reingepackt werden, um dann später mal eine Platine zu machen oder was, aber da ist er nie zugekommen. Das passt auch irgendwo, dann die Zeit und alles fehlte. Aber es ging noch weiter. Dann hat er Olli letztes Jahr seinen TEDx Nu vorgestellt, den auch einige von euch kennen, eben ein TEDx 81, aber ohne ULA. No ULA. No ULA. Und der ist ja auch ein sehr schöner Rechner. Da gibt es dann auch die Platine zu und so, wunderschön. Der kann natürlich leider kein Jupiter Ace mehr. Man kann nicht alles haben, denkt man, aber man kann wohl. Ne? Schön. Genau, und 2015 kommt, also dieses Jahr, der BAM. Und zwar ist der BAM ein Blue Angel Multi-Machine. Okay. So, die Frage ist auch schon ein bisschen im Forum aufgekommen, was denn wohl blaue Engel sein könnten. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, glaube ich, der Grand Sir, der uns da alle ein bisschen auf den richtigen Weg gebracht hat, oder auf einen möglichen. Der ist vielen Leuten bekannt durch seine TEDx80-Webseite. Der hat ja wirklich im Feinsten alles Mögliche nachgemacht, nachgesetzt, sodass man die Platinen wirklich eins zu eins heute nachbauen kann, wie der Original TEDx80 die hatte. Und sehr, sehr schön. Und hat auch die ganze Hardware und so analysiert und erklärt und wie die Sachen funktionieren und so. Der hat eine unheimlich umfangreiche Webseite, der Grand Sir, und der hat etwas gemacht, ein sogenanntes, von ihm sogenanntes Low-Cost-FPGA-Projekt. Das ist tatsächlich Low-Cost, bestehend hier aus einem von uns, weil er wegen der schönen Farbe blauen Engel genannten Bauteil, das man in China billig kaufen kann. 14 Euro inklusive Versand. Was? Tatsächlich. Und Zoll? Ja. Alles. Unter 14 Euro. Ja. Unter 20 Euro hast du keine ja, verstehe. Zollkosten. Ja? Also es geht wirklich wunderbar. Das Ding kostet, könnte momentan ein bisschen teurer sein, weil meistens kauft man es für 15 Dollar. Ja. Hängt also vom Dollarpreis ein bisschen ab und auch vom Lieferanten. Das ist ein schönes Teil und hat eben alles auf Pins rausgelegt. Das ist ein ganz normaler Pinheader in 2,54 mm, ist also lochrasterkompatibel, kann man wunderschön mit basteln. Und er hat eben ganz billige Erweiterungen angebastelt, wie man sieht, einfach ein RAM und die Leitung 1 zu 1 durchverbunden. Zack, mehr braucht man nicht. Tastatur auch, vom Prinzip dasselbe, man braucht eben nur zwei Pull-Up-Widerstände und ist schon da. Da haben wir einen Tastaturanschluss. Eine PS2-Tastatur. PS2-Tastatur, ja. Und hat hier mit zwei Widerständen, dann hat man einen Composite-Video-Ausgang oder mit ein paar Widerständen und man hat einen VGA-Sockel. Das Ganze ist, oder hier, das wird jetzt selten verwendet, aber das ist für seine CPM-Maschine. Da geht er mit CPM auf SD-Karten. Ja, daran kann man also auch einfach anschließen und fertig. Das Dumme an der ganzen Sache ist nur, viele Leute tun sich schwer damit, ein Loch aus der Platine zu machen und dann das Teil da drauf und die Drähtchen ziehen und so. Und darum haben wir uns gedacht, ich mache eine Platine. Und die biete ich dann euch demnächst im Forum an. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch die kaufen. Und dann kann man nur die Bauteile, das ist wirklich Kleinkram, nur Widerstände und, Anschlüsse ranlöten, das ist es. Ne? Das ist sehr, sehr einfach. Und wir haben uns dann überlegt, darauf unsere Hybrid-Weiterentwicklung zu machen. Wobei wir uns überlegt und Olli hat gemacht. Ne? Das ist also ein FPGA von der Firma Altera. Was bitte nochmal zurück? Was ist an IO? Da war eine
Serielle. Ja, Serielle gibt es auch, ja. Serielle. Zwei Serielle. Zwei Serielle auf 3,3 Volt. Ne? Gibt es auch. Das ist das, was er von sich aus auf seinem Projekt und was ich noch nicht erklärt habe. Der hat jede Menge Computer, die man damit simulieren kann. So, dass man braucht also ein FPGA-Programmiergerät dafür. Und dann kann man das Ding programmieren und dann kann man das machen. Dann kann man einen 6809-Prozessor oder einen 6502-Prozessor oder einen Z80-Prozessor oder mit 4 RAM ROM, mit allem möglichen, mit CPM, was man möchte. Hat er verschiedenste Möglichkeiten, die er da anbietet, wie man dann quasi runterladen kann oder zusammensetzen kann selber und machen. Da haben wir uns gedacht, das ist eine schöne Sache. Und wenn wir schon was machen, machen wir was dazu Kompatibles. Also alles, was man mit dem von uns entwickelten Teil machen kann, kann man alle ganz tolle Sachen auch mitmachen. Das funktioniert direkt, alles 1:1, ist PIN-kompatibel. Wir haben nur ein paar zusätzliche Pins belegt. Man sieht jetzt noch einige frei auf den Ports, die kann man eben noch benutzen. Ich habe versucht, ich habe mit dem Grand Circle Kontakt aufgenommen und habe versucht, ob er Interesse daran hat, dass wir uns abstimmen, welche Pins wir benehmen oder irgendwie. Aber da hat er aber auch kein Interesse dran. Das wäre für ihn nur mit Arbeit verbunden und wollte nicht. Aber okay, immerhin können wir die Sachen, die bis jetzt da sind, können wir alle gleich machen. Und wenn er irgendwann mal mehr Pins braucht und wir die schon benutzt haben, haben wir Pech gehabt. Ne? Wie sieht es denn aus mit so einem User-Port, wo man hinten Sachen ransteckt? Gibt es sowas? Ja, und eigentlich nein, das ist nicht vorgesehen. Schon allein aus dem Grunde, weil hier eben alles FPGA ist auf 3,3 Volt. Mhm. Und die meisten Sachen, die wir machen, sind 5 Volt. Und damit haben wir schon ein kleines Problem. Denkbar ist das. Ich habe die zwei seriellen Leitungen auf eine links gelegt. Da kann man natürlich genauso andere Sachen mitmachen. Da sind wir ja frei drin, was wir mit den lösen. Die Pins sind definiert im FPGA. Und was wir damit machen, ist unsere Sache. Also im Zenix 81 brauche ich keine serielle Schnittstelle. Die brauche ich nur dann, wenn ich einen CPM-Rechner mache und mit dem Terminal und dem Drucker arbeiten möchte oder sowas. Ja, also das ist immer ja frei drin. Da könnten wir auch stattdessen dann einen Joystick anschließen. Oder fragen wir nicht. Ne? Da sind wir also offen drin. Ne? Das wäre noch eine Erweiterungsmöglichkeit, ist jetzt noch nicht vorgesehen. Und, aber man könnte jetzt noch so einen kleinen User-Port machen, den man mit Burg ansprechen kann oder was. Das ist, also so eine Pio könnte man quasi noch mit einbauen, wenn wir wollten, um die Sachen untereinander noch austauschen zu können oder so. Ne? Das wäre kein Problem. Wie gesagt, man hat ziemlich viel Platz darin. Da passt eben neben dem Z80-Prozessor rum und RAM und allem möglichen, kann man noch einiges mehr unterbringen, sodass man da ein paar Sachen machen kann. $16 bekommt man die von verschiedensten Anbietern aus China. Und was wir dazu machen, ein paar Widerstände. Wir benutzen noch ein 512K SRAM dazu. Das kostet auch 4 Euro oder so, insofern noch akzeptabel. Ja, und das ist unsere Blue Angel Multi-Machine. Zurzeit ist geplant ZX80, ZX81, ZX Spectrum, Jupiter Ace. Und alles in einem, ohne dass man das FPGA umprogrammieren müsste. Die sind alle parallel drin und man kann über Jumper in Anführungsstrichen kann man wählen, was man gerne für eine Hardware gerade verwenden möchte. Und diese Jumper, die haben wir natürlich nicht wirklich physikalisch, sondern die setzen wir in Software. Und wie viel RAM ist drin, ohne den Zusatz? Bitte? Wie viel RAM hat man? 512K ohne den Zusatz hat man, wie viel sind das? 19K, glaube ich. Ja. Aber, Da hat Block RAM Sinn, ne? Zusatz braucht man, Zusatz. Ja, das macht Sinn. Das macht auf jeden Fall, also wie unsere Entwicklung macht, greift darauf zurück. Unter anderem, weil wir relativ viel RAM brauchen, haben auch mit Ausgang arbeiten wollen, da braucht man auch ein bisschen RAM, sonst hat man ein bisschen Probleme mit. Ne? Und weil der Jupiter Ace Dual-Ported RAM benötigt, um den wirklich zu machen. Und das können wir in der Billig-Variante nur den FPGA nehmen. Der würde uns dann beim VGA fehlen. Und haben wir gesagt, komm, die 4 Euro für den RAM ist nicht die Welt. Ne? Kannst du da alle 4 Maschinen starten und dann zwischen denen hin und her zu nein, du startest das Ding neu und wählst dann, was du machen möchtest. Okay. Also es ist nicht wie beim ZX-More, wo man dann sagen kann, wenn der Funktionstaste schalte ich jetzt um, jetzt bin ich da, okay. Sondern es ist gedacht so, ich schalte ein und wähle, was mache ich möchte. Gibt es also ein Startmenü oder sowas? Genau, es gibt ein Startmenü. Ne?
und dann kann man sich eben wählen, was man machen möchte. Es könnten auch noch CPC oder Joyce oder ähnliche Sachen rein, aber theoretisch müssen wir mal schauen. Ne? Ist schon etwas implementiert? Oder ist es ist schon etwas implementiert, ja. So, dabei wird die Hardware nicht mehr verändert, sondern ist immer komplett vorhanden. Einzelne Bausteine, wie eben gesagt, ob Spektrum, also ein Farbvideo oder Schwarz-Weiß-Video oder was auch immer, kann man per Jumper, eine andere Soft-Jumper ein- und ausschalten. Und wir haben ein Boot-Programm, das bietet eine Auswahl. Und dann kann man mit diesen Software-Jumpern das eben laden. Man wählt nur eine Datei aus und in der Datei stehen die Jumper quasi drin, die Jumperstellungen plus die passenden ROMs, sodass man dann sagen kann, ups, und alles, was ich machen möchte, habe ich dann auf USB. Und wenn ich nur einen Rechner habe, brauche ich nur quasi das USB rein und den Punkt wählen und dann habe ich es da. Das heißt, die Computer sind auch auf USB drauf oder was, die man... Damit, die Konfigurationen. Ja, Konfigurationen okay. Mit dem Ding. Das ist alles im FPGA programmiert. Okay. Man muss nur wählen. Okay. Ne? Verwendet werden kann eine PS2-Tastatur, Standard, oder auch eine Teletastatur. Das war bei vielen ein Wunsch, dass wir gesagt haben, Teletastatur wird auch unterstützt. Gehen natürlich viele Pins weg. Auch die könnte man wieder für was anderes nutzen, wenn man keine Teletastatur nutzen möchte. Ist man offen. Was wir auf jeden Fall unterstützen, ist ein V-Drive. Damit man eben per USB die Sachen laden kann und so weiter. Ne? Im Seriell-Modus dann? Im SPI-Modus. SPI? Im SPI-Modus, so wie wir das immer im Telefon machen, sodass wir auch softwarekompatibel sind. Hintergrund war die Geschichte, wir haben als Basis dann den ZX-NU genommen, der quasi in ZX81 ist, und haben den genommen, der hat ja einen V-Drive, und dessen nutzen wir mit, und damit haben wir dann... einige Sachen gelöst, lade ich was ein und so weiter. Das Ganze ist ja schon alles von V3, dann haben wir das V3 auch genommen. Menü gesteuert. Und arbeiten das dann. Ne? Und man kann eben Monochrom-Bildschirm oder einen VGA-Monitor anschließen. Es findet keinerlei, an keiner Stelle eine Emulation statt. Zu dem V3, die SPI-Schnittstelle, ist die in richtig mit Hardware-Shiftern gemacht oder ist die in Software? Die ist momentan, wird die genau wie beim ZX81 in Software gemacht. Genauso. Ach, schade. Okay. Man könnte es auch anders, wenn man wollte. Man könnte mehr Dampf machen. Oder? Ja, man kann mehr Dampf machen, natürlich. Ja, aber wir wollten 100% die Kompatibilität haben zu dem, was der ZX81 macht. Und das haben wir da implementiert. Ne? So, es wird also eine echte Hardware, wie man schon sagt, synthetisiert. Es wird nichts emuliert. Eine Emulation ist die Nachahmung eines bekannten Verhaltens eines Systems durch ein anderes technisches System. Schönstes Beispiel AX81. Der tut so, als wäre ein Z80-Prozessor und tut so, als wäre ein ZX81. Und wenn ich da einen Poke mache, wird in dem Prozess abgespielt, das Poke wird gemacht. Und dann muss aber auch irgendwo im Programm eine Verzweigung gemacht werden, nachgeguckt werden, was habe ich denn gerade? Ach, da ist ein Poke gewesen, da muss ich drauf reagieren. Und in der Zeit kann der ZX81-Phase nicht weiterlaufen. Und das ist auch das, was der Heinz gemerkt hat, dass man zwar diese IO-Ports hat, aber sie sind nicht wirklich synchron wie beim ZX81. Sondern da wird eben emuliert. Das ist so. Besser emulieren wie der 81. Gut, aber ne? Ist eben nicht. Als Synthese wird dagegen, das kommt aus dem Altgriechischen, das Zusammenfassen einer Verknüpfung bezeichnet. Und von Herrn Hermann Kolbe, einer Naturwissenschaftler, 1845 eingeführt, der Begriff der Synthese. Und das machen wir auf dem FPGA, wir synthetisieren. Das heißt, man macht das wie früher im Metallbaukasten, wo man Teile genommen hat, zusammengebaut hat, dann hat man nachher ein Gerät. Das ist keine Emulation, sondern ist was man gebastelt hat. Das ist da. Und das ist zwar winzig klein und man sieht es nicht, aber es ist tatsächlich gebastelt. Wir können tatsächlich 4.0 Nähere nehmen und verbinden und dann, das kann man auch grafisch in der Software machen, wenn man das möchte. Aber wir haben es eben jetzt in sogenannten VHDL gemacht. Das ist keine Programmierung, das ist eine Hardware-Beschreibungssprache. HTML. Nein, keine Programmierung. Es ist eine. Nee, so wie HTML nur VHDL. Nicht HTML. VHDL. HTML ist eine Programmierung, die wird interpretiert. Achso, okay. Ja, das ist eine Hardware-Beschreibungssprache. Das ist ein Riesenunterschied. Das machen auch manche im Anfang falsch. Die Sachen laufen parallel. Auch wenn du hingeschrieben hast in deinem Quellcode, setze das Ding auf 1 und setze das Ding auf 0.
dann ist das nicht erst 1 und dann 0, sondern dann hast du einen Fehler gemacht, der wird gleichzeitig gesetzt. Und dann geht das Ding kaputt. Ja, das ist also, das ist echt zeitgleich, das ist Hardware. Das, wenn du einen Pin auf gleichzeitig auf 0 und auf 1 hast, hast du einen Fluchtschluss. Ist doof. Sollte man nicht machen. Also das kann man, muss man sich immer bedenken. Das ist auch der Grund, warum wir in VHDL programmieren und nicht in Verilog. Weil Verilog dagegen ist unheimlich C-ähnlich. Und wenn man so C-ähnlich programmiert, dann denkt man immer in Programme. Und das ist schwierig. Also für denjenigen, der damit neu anfängt, ist VHDL die angenehmere Sprache, weil man wirklich nicht programmiert technisch was macht, sondern man definiert die wirklich in Pegeln und so weiter. Und das ist so sinnvoller, um wirklich auch immer im Begriff zu haben, Achtung, ich programmiere gar nicht. Ne, das ist, ich mache zwar hier was am Computer, aber da wird Hardware zusammengesteckt. Ne? Das ist was anderes. Ne? Kein Vergleich. Okay. Ne? Die Synthese in der Hardware wird bei diesem FPGA, also Altera FPGAs, in einem RAM gespeichert. Das heißt, wenn ich das Ding einschalte, ist das Ding leer und weiß gar nichts. Da kann man, also muss man darauf achten, wenn man welche macht, und sagt man, wenn welche kritisch sind. Ne? Und nach dem Einschalten, da ist ein EEPROM und da werden die Daten rausgeladen in das RAM, aber das geht flott. Ich weiß gar nicht wie, aber das ist sofort da. Man hat den Eindruck, der ist sofort da, aber in Wirklichkeit ist da eine kleine Lücke. Es gibt FPGAs von der Firma Lattice, die sind Flash-basiert, wunderbar, nur die haben eine scheiß Software. Die will man nicht wirklich anfassen, die Software. Und dann nimmt man lieber eins, wenn ihr, das ist nur ein Hinweis, das kann euch völlig egal sein. Ne, aber, ne. Und man hat eben die Möglichkeit, testweise, das machen wir im JTAG-Verfahren, einfach direkt das RAM zu beschreiben und dann wird das EEPROM nicht verschlissen. Man kann das so oft programmieren und machen, wie man möchte. Und wenn man dann was hat, was man beim nächsten Mal wieder haben will, dann lädt man das einmal ins EEPROM und dann beim nächsten Einschalten ist das da. Das ist ganz praktisch. Eventuell, das wissen wir noch nicht, ob wir das überhaupt hinbekommen, könnte es sein, dass wir vom V-Drive auch eine Firmware-Updates hinbekommen. Das wissen wir aber nicht. Es könnte sein. Das heißt, die Cores könnte man dann aktualisieren, oder wie? Die Cores kann man sowieso aktualisieren. Okay. Sondern man könnte zusätzliche Komponenten, wenn man noch eine Hardware entwickeln würde, eine AY3-8912. Den müsste man ja, den kann man nicht, für Software, den muss man in der Hardware noch dazu tun. Okay. Diese Hardware-Erweiterungen, die könnte man eventuell später mal, wenn das vielleicht hinkriegen, müssen wir nicht, ne? Auch vom V-Drive laden. Ne? Das wäre so ein Ding, was sich dann selber programmiert. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das überhaupt hinbekommen. Wahrscheinlich haben wir zu wenig Pins dafür. Obwohl wir 144 Pins haben, aber man ist trotzdem knapp damit. Und ansonsten, damit man mit SMDs und so weiter nichts zu tun hat, ist diese blaue Platine, die man da kaufen kann, in China relativ praktisch. Ne? Und ich werde eine Adapterplatine, ich habe einen ersten Prototypen gemacht, aber die muss noch verbessert werden von der Platine. Und da werden wir demnächst im Telinhan Forum dann welche anbieten, wer haben möchte. Das ist eine sehr schöne Sache. Man muss nicht selber FPGA programmieren, wenn man will. Man kann ja auch nur als Computer nutzen. Eben, aber man kann natürlich auch, wenn man möchte, sich den Altera, aber der kostet auch noch ein paar Euro, ne? Die gibt, glaube ich, für $35 gibt sie dann komplett mit Programmierumgebung zu kaufen, aber muss man wissen, ob man so viel Geld dafür ausgeben möchte oder nicht. So, das war einmal der hier. Und dann kann ich mal... Den mal messen, wie viel Leistung das Ding aufnimmt? Ja, natürlich. Ich habe hier ein Netzteil, das zeigt mir das an. Braucht jemand noch einen Taschenrechner? Man könnte. Nicht Computer 2, Computer 1. Das ist nicht viel. Also nimmt aber viel. Muss jetzt einschalten. Muss jetzt eingeschaltet werden, ja. Okay. Aha. So sieht das Biest aus. So meldet er sich. Das ist schon. V-Doc. Ja, wo ist es? Da. Also. V-Doc. Also, könnt ihr noch kurz ausschalten und einschalten. Dann kommt der, das ist die Blutzeit und dann hat man die Sachen da. Das ist jetzt einfach mit Zeigen an, Software-Version, FPGA-Version. Der guckt, ob ein externes RAM da ist und zeigt dann an. Der macht gar nicht viel, der berühmt das ganze RAM, sondern sagt nur, es ist externes RAM da. Das ist für ihn ja wichtig, was er dann kann.
und bietet im Moment an, Press 0 bis 5. Und dann zeigt er noch im Hintergrund einfach an, quasi wie ein Terminal, was mir das V-Drive sagt. Es meldet sich eben selber mit diesen Daten. Also ist auch ein V-Drive da. Vom Prinzip her macht das ja der ZXNU genauso. Ne? Ich wähle jetzt mal den ZXNU an. Jetzt lade ich über die Klasse 2 den ZXNU-Loader, der eben die Jumper setzt für den ZXNU und dann das ROM und das dann auch gleich startet. So, jetzt habe ich den ZXNU. Und mit den mehr oder weniger gleichen Möglichkeiten, man hat eben HRG, man hat alles Mögliche und kann jetzt wieder wählen, möchte ich ZX81 oder ZX80 wie beim echten ZXNU. Ganz normal. Und wähle ich den ZX81 an. Da habe ich da. Das war's. Und der ZXNU hat ja die Besonderheit gemacht, dass der ein Bank-Switching macht vom ROM. Das heißt, wenn ich einen Load-Befehl eingebe, geht der auf ein anderes ROM und guckt danach, habe ich denn jetzt hier mit V3 und lädt vom V3, damit man nicht irgendwie mit seltsamen Syntax mit Rent-User oder irgendwelchen Sachen da was laden muss, sondern macht einfach nur Load. Und dann kommt. 290 Milliampere, sagt er, oder? Ja. Das Ganze jetzt hier, ne? Mit Tastatur und allem, ne? V3 und, ne? So. Also kriegt man jetzt eine Anzeige. Die ersten 15 Dateien werden angezeigt. Man kann die nächsten anzeigen lassen. Was ist denn das für ein Filesystem, das dahinter liegt? Das ist ein normales V3. Also FAT32. Okay. Ganz normales FAT32. Drück mal 0, lad mal Klickfrequenz, damit wir die Geschwindigkeit. Tät normal aus. Ist das gleich. Ja. Also die Unterschiede, die wir jetzt noch haben, ist glaube ich eher noch, dass wir in der Hardware nicht tausendprozentig gleich sind. Okay. Aber ihr habt es nicht absichtlich langsamer gemacht, sondern es ist zufällig. Es ist minimal, also die Geschwindigkeit erreicht. Ja, ja, das muss im Endeffekt die gleiche Geschwindigkeit sein. Wir gehen dann tatsächlich hin und machen das, also ich habe das eben noch nicht erzählt, das ist, wenn man böse sein wird, kann man behaupten, dass es ein ZX81 mit 50 MHz getaktet ist. Weil es mit 50 MHz getaktet, aber da macht man natürlich 3,25 raus. Insofern bringt das nicht auf. Ja, das wären jetzt weil wegen der Frames, aber das kann auch sein, dass die Frames anders gezählt werden. Muss man mal ein bisschen vorsichtig mit sein. Ne? Aber es ist schon links. Ich bin im Nachtsvorsitz halber mal, weil es nun einen Programmierfehler hat. Was? Da werden wir erst davon. Ich habe auch mal ein Programm geschrieben. Achso, das Ganze, was wir jetzt sehen, sind doch VGA. VGA läuft über einen sogenannten Frame-Buffer. Das heißt, immer dann, wenn aus dem Schieberegister, in das Schieberegister was eingeladen wird, wird das auch ins RAM kopiert. Und dann habe ich eben im Frame-Buffer was drinsteht. Das bedeutet, ich kann in Fast-Modus sein und trotzdem wird Bild angezeigt. Der kann Sachen machen, nur die Änderungen kriege ich ja nicht mit. Wenn kein Frame ausgegeben wird, dann passiert auch nichts. Klar. Ich sehe die Änderung ja nicht, weil das Schieberegister nichts zu tun hat. Wir gehen dann wirklich, damit wir HRG und alles kompatibel sind, gehen wir auf das Schieberegister. Und wenn da nichts rauskommt, ändert sich nichts. Wir gucken also nicht auf das ZX81 RAM, ob sich da was geändert hat, sondern wir haben echt einen Frame-Buffer und wenn ein Frame kommt, dann wird er ausgegeben. Ich habe jetzt mal ein Mini-Programmchen geschrieben. Das wäre jetzt im Slow-Modus. Ganz normal. Print in normaler, üblichen Geschwindigkeit. Danach kommt jetzt im Fast-Modus. Und ich habe es abgedatet. Und jetzt plotte ich im Slow-Modus. Man sieht noch einen ganz kleinen Grafikfehler da drin. Und im Fast-Modus kann man auch plotten. Gelöst habe ich das Ganze. Dadurch, dass ich zwischendurch auch mal eine Pause gemacht habe. Mit Pause 1. Wenn ich mir das am Composite-Ausgang, also ganz normal am Video-Ausgang anschaue, flackert das Bild wahnsinnig. Aber hier am FPGA natürlich nicht. Ja, weil sie eben im VGA, der ist kontinuierlich einfach ausgegeben, ne? Schön gesünd, das klappt wunderbar. Dadurch kriege ich im Fast-Modus, wenn ich ab und zu mal eine Pause mache,
kriege ich natürlich ein aufwärtsrichtiges Bild. Ich brauche nur einen Frame, Pause 1 reicht. Ne? Wenn du die Slows nicht drin hättest, würdest du das erste Bild sehen. Ja, genau, und dann würde alles stehen bleiben. Wenn es fertig ist, hast du das Ergebnis, ja. Das würde stehen bleiben einfach. Ne? Sehr schön ist das, wenn man im ZX 80 Modus ist oder im ZX 81 Modus zum Programmieren, weil alles flott geht und das Bild nicht flackert. Das ist beim Programmieren sehr angenehm. Man kann also schneller Sachen machen und so. Ne? Ist sehr angenehm. Der ist jetzt momentan im Fast-Modus, aber da merke ich nichts von. Ne? Ich kann jetzt einfach hier so durchlaufen. Ne? Das ist ganz normal. Da merke ich, dass der im Fast-Modus ist. Ne? Da ist also wirklich nichts Besonderes drin. Und ich habe eben die Pause auch im Slow-Modus drin, damit ich zeige, dass das die gleiche vergleichbare Geschwindigkeit ist. Ne? Sonst wäre ich bei dem Fast-Modus noch zu lange dran. Das ist jetzt alles an der Geschichte. Ich muss wieder auf Slow gehen. Weil wenn ich im Fast-Modus... Ups. Und der BAS-Ausgang, der fällt sich aber anders. Der fällt sich wie ein echter. Ja klar, das ist ein echter. Das ist der echte. Der hängt an dem Schiffsregister auch am Flaggern. Ist der parallel aktiv jetzt? Ja, natürlich. Soll ich ein Kabel holen? Wenn du möchtest. Ja, aber man könnte doch auch den Bass-Ausgang über den Frame-Buffer generieren lassen. Man könnte sowas auch machen, ja. Haben wir aber jetzt nicht gemacht. Da haben wir wirklich erstmal nur die Hardware gemacht und haben eben einen Flame-Buffer gemacht. Man könnte auch über einen normalen Videomonitor Flacker fahren. Also Olli hat gemacht, ne? Aber das wäre möglich, ne? Das nicht, dass einer auf die Idee kommt, ich würde mich hier mit Fremden sagen, Olli hat hier, das gehört sich nicht, das muss flackern. Ja, da haben wir auch gedacht. Richtig, das haben wir. Ja, ich sag's aber, viele LCD-Kisten machen da Unsinn dann, ne? Ja. Fliegen aus der Synchronität raus und so ein Dreck. Oh, ja. Ja. Man könnte auch das Timing sauberer hinkriegen, dass jeder Fernseher damit klarkommt. Genau. Dass jeder das ist das wo du nimmst die originale LCD? Genau. Das macht auch fast ganz normal. Leider. Aber im LPGA ist ja noch Platz, oder? Ja. Also man könnte im Grunde genommen irgendwie eine Schaltung dazufügen, die erkennt, ob ein Bildschirmspeicher geschrieben wird. Das hat man gar keinen Vergangenheit. Nee, du weißt ja nicht, ob du im Grafikmodus bist oder im. Das stimmt, ja. Also, sorry. Ich dachte, das ist eine ganze Zeit. Das ist wirklich auch schwer mit der Pause. Ja, ich sehe es aber weiß und schwarz. So macht der zunächst Moves, ne? So auch ein gutes Bild. Das Geflacker ist jetzt durch die Pause. Ja. Im Slow-Modus. Im Fahrtmodus wird es noch besser. Wobei das da wieder. Besser in welcher Richtung? Frage ist: Kannst du nicht eins machen, dass du zur Unterstützung für die LCD-Monitore optional Synchronsignal nur ausgibst und dunkeltastest? Dann würdest du die ja nicht ärgern. Kann man alles noch da irgendwie rein? Kann man alles machen. Wir sind noch offen, wir sind in der Entwicklung. Ja, da haben wir noch nicht alle Computer drin. Wir haben schon mal den Jupiter S laufen lassen, haben aber noch nicht so, dass wir sagen, ne, fertig. Wir haben jetzt mal, hauptsächlich erstmal den Noob, damit wir was zum Basteln und zum Zeigen haben und so. Ne. Wir sind da noch am Entwickeln, wir sind noch nicht fertig damit. Ne. Und den UK 101 habt ihr auch schon mal gehabt, ne? Ja, natürlich. Also alle Sachen, die der Grand Swell gemacht hat, sind nicht mit drin jetzt, sondern die kann man alternativ. Man kann die ganzen Zollsachen aufladen okay, oder Bam, unsere Multicom. Unseren BAM, ne? Und den Raum. Genau. Was hat denn der Grand Zoll, kurze Zwischenfrage, da jetzt eigentlich genau implementiert? Das sind jetzt 80 Emulationen auf dem FPGA. Das heißt, könnte man im Prinzip jede beliebige Z80-Software mit relativ wenig Aufwand da implementieren oder laden? Oder? Der Grand Zoll hat drei verschiedene 6809 Computer, drei verschiedene 5602 Computer und fünf verschiedene Z80 Computer entwickelt, die man mit einer Entwicklungsoberfläche per Konfiguration sagen kann, was möchte ich denn? Möchte ich jetzt ein Basic-ROM oder möchte ich jetzt ein Monitor-ROM haben oder möchte ich jetzt CPM booten oder solche Sachen, dann kann man eben wählen bei ihm. Die sind aber spezifisch angepasst, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich lade mir die ROM-Datei ZX81 oder ZX80. Nein. Kann man gar nicht. Ne? Und er benutzt, wir benutzen genauso wie er den T80 als Prozessor
Und der T80, der ist jetzt momentan hier eingestellt auf die langsame Variante, sprich synchron, genau, damit ich eben das echte Videosignal hinkriege, sonst kriege ich das Original-Videosignal nicht hin. Ich könnte natürlich auch hingehen und sagen, ich lasse mal schneller laufen, warte auf diese zusätzlichen Zyklen, die kann ich mir sparen, die der gar nicht braucht, und mach dann wirklich so, wie du sagst, selbe wie ich beim VGA über den Framebuffer auch ein Composite. Klar, kann ich auch machen. Da bin ich völlig frei. Ja? Wenn das so ein Wunsch wäre, vielleicht kann man das auch mal einfach einschaltbar machen, umschaltbar noch mal Konzentration da rein, ne? Wenn man sagen kann, ich möchte jetzt mit oder ohne. Ne? Aber es ist alles machbar ohne den Lötkolben. Ja. Cool. Weil wir basteln das Hardware das ohne Lötkolben. Ne? Und es, ist noch und es kostet keine nichts. Ich muss nicht. Die Prozessoren sind richtig dann da. Das ist ein echter Prozessor drin. Ne? Da ist der wirklich emuliert und das ist ein Prozessor. Ne? Die ganzen Prozessoren und die ganzen Gates sind zusammengesteckt da drin. Und sag schon, Synthese. Genau. Und wie gesagt, das Projekt kostet, dieser Blue Angel, der kostet eben $15, $16. Die Platine wird auch so um die 2-3 Euro liegen. 4 Euro für den RAM, ein paar Euro für die Widerstände und die Stecker und das war's. Ne? Übersichtlich. Übersichtlich. Ich habe jetzt momentan ein Format gewählt, das hier hereinpasst, damit das handliche Ding ist. Und eigentlich mal gedacht gewesen für den Q68, aber da gibt es jemanden, damit er irgendwie nicht fertig wird. Da habe ich was anderes für jetzt gedacht. Kommt ein anderer FPGA rein. Und ja. Das ist einfach ein Format, da kommen hier zwar nicht professionell, sondern von Hand gefertigte, nicht von Hand gefertigte, sondern selbstgemachte Blenden kommen drauf. Die habe ich habe ein schwarzes Acrylglas, das ich mit dem Laser verarbeiten kann und dann gravieren und schneiden kann und so. Sieht dann relativ gut aus, und sodass man das also für einen, der es nur benutzen möchte und nicht selber programmieren möchte, nicht selber, der kann dann also von uns die Sachen kriegen. Eine Frage zu dem, du hast ja da jetzt, waren noch vier Maschinen, ZX80, 81, Jupiter Ace, Spektrum, CPM, das sind die fünf, die wir mindestens drei machen. Okay, da hätte ich dann nochmal eine Frage, also CPM würde ja gerne 80 Zeichen haben, das wäre dann vorher. Ja, okay. Und die Massenspeicherfrage stellt sich mir immer sofort bei solchen Kisten. Wir haben jetzt eben V-Drive gehört für den ZX81, kennt ja jeder, wissen das mit den anderen. Kann man da also, diese Platine, die ich hier habe, die sieht auch vor, eine SD-Karte anzusteuern. Aus dem Grunde, weil der Grand Searle die SD-Karte vorgesehen hat. Und wenn man eine Grand Searle-Lösung, wie zum Beispiel Grand Searle CPM-Lösung, die braucht eine SD-Karte, die kann man also dran machen. So eine SD-Karten, auch eine Platine, die dran gelötet wird von unten, also ich hätte das runter, ich kann das euch beim normalen Platz mal zeigen, da habe ich die passenden Platinen, die kostet so eine SD-Kartenplatine, die die 5 Volt auf 3,3 Wandlungen alles macht, die kostet einen Euro oder so in China, insofern, ne, dafür setze ich mich nicht selber ran und löte irgendwas in SMD, das macht keinen Sinn, das kann man dann einfach auch dran stecken, das ist für einen Hobbybastler machbar und dann kann man mit SD arbeiten. Ich persönlich träume davon, das ist in ferner Zukunft. Ich möchte eigentlich dahin kommen, dass ich dem CPM, das wir darauf machen wollen, ja, beibringen, vom V-Drive im FAT32 original lesen und schreiben zu können für die Dings, da heißt es, für die CPM-Sachen. Dass ich also Textdateien in CPM und schreiben kann, das ist dann auf ganz normalen FAT32 arbeitet. Das ist eine Hoffnung. Oder auch beim Jupiter Ace oder Spektrum hättest du momentan keine Möglichkeit, was zu speichern. Im Moment speichert der Jupiter Ace noch nicht. Der Spektrum wird genauso wie der ZX80 auf dem V-Drive einfach speichern. Da gibt es auch ein Spektrum. Es gibt Lösungen für ein Spektrum, die werden wir implementieren. Der ist aber vom Prozessortakt jetzt gebremst. Ja, ich kann auch, das ist auch ein Wunsch, weil bei mir auf meiner persönlichen To-Do-Liste steht, ja. Ich habe so Funktionstasten, die hat der CD nicht. Und ich wollte zum Beispiel sagen, F1 ist dann die normale Geschwindigkeit und F2 wird dann mal, im Moment machen wir andere Sachen, aber
Ich wollte dann mit F1 oder mit Shift F1 oder wie auch immer mit Alt F1 mal gucken, was ich mache. Ne? Wenn ich dann sage, F1 ist eine normale Geschwindigkeit, F2 ist eine doppelte Geschwindigkeit. Ich bin da ja frei drin. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Ich kann mit weniger Taktiken arbeiten. Ist also, ne, da kann man also schon was mit machen. Paul, hast du einen, ist das dann ein vollständiger 48K-Spektrum oder hast du irgendwelche Einschränkungen? Wir wissen noch nicht hundertprozentig, was es wird, weil wir es noch nicht gemacht haben, aber eigentlich erwarten wir, dass wir nicht nur 48, sondern auch 128 und plus 2 plus 3. Wow, okay. Wie ist das mit Hardware-Support? Ist das die Audio? Ja, da ist schon 389, 5 gehört dazu bei plus 2. Dann wollt ihr fertig werden. Wir haben noch ein bisschen Zeit zu machen. Es ist ja nicht alles gleich, aber. Wir haben ja Zeit. Schlitt ihr da so viel Arbeit? Ja, aber es ist ein Hobby. Und man muss ja auch was lernen. Und das sind so Sachen, die haben wir uns vorgenommen. Gemacht haben wir schöne Sachen. Wir haben schon ein paar Sachen geschafft, das ist doch schön. Heute im Jahr. Ja. Was wir nächstes Jahr haben, gucken wir mal. Ne? Aber 48K ist nett, aber man wollte eigentlich schon ein bisschen mehr. Ne? Mal gucken. Perfekt bis 20 ist ja drin, ne? Mhm. Wann kommen da nur die ersten Adapti-Platinen? Kann man schon bestellen? Die Platinen kann man nicht bestellen. Ich habe gesagt, ich biete die dann im Forum an. Na, sag doch mal so einen Zeitplan. Wann ja. Monate. Demnächst, in diesem Jahr. Ich sag mal so rum, vielleicht im Herbst. Ist das Design schon fix und fertig? Oder bist du noch für Impuls zu haben? Wir sind noch zu haben. Also ist noch nicht fertig. Da haben wir ja die Platine hundertprozentig fertig. Noch haben wir die Hardware, die Software. Ne? Dafür sprechen wir jetzt noch darüber. Man ist noch offen. Das ist eine Teamgeschichte. Wir vom Team Ideen halt machen dann, wie du eben mit deinem, ne? Man könnte vielleicht, das können wir vielleicht konfigurieren, und wir sagen, wir machen auch eine Composite-Ausgang. Da muss man nichts an der Platine ändern. Nö, da muss ich nichts ändern, ne? Ist schon klar. Ne? Geht nur jetzt darum, Platine bedeutet, die ist dann fest und da ist anders, ich würde gerne. Aber eine Hardware, wir haben erstmal die Hardware gemacht wie Grand Cell. Punkt. Okay. Ja? Halt es doch mal hoch, hier dann. Achso, ja, das aber ist. Du hast ja gesagt, wir brauchen ja schon mal für die Folientastatur brauchst du ja einen Anschluss. Ja, genau, den haben wir definiert. In der nächsten. Genau. Habe ich ja schon vorgesehen. In der nächsten. Eine Folientastatur oder haben wir zwei Keyboard? Beides. Beides. Okay. Ja? Also, das ist momentan mein Prototyp von der Platine. Ich habe hier den VGA-Ausgang. Ganz normal. Daneben den Composite. Die, wie gesagt, parallel einfach arbeiten. Ich muss nicht wählen, was ich haben möchte. Ich habe hier aus der Not, weil ich nicht mehr viel Platz hatte, einen kleinen Stecker gemacht, wo ich jetzt auch die Spannung noch zuführe. Kommt da nicht mehr. Das sind eigentlich die zwei seriellen Schnittstellen. Mhm. Ich gedacht, da kann man ja was machen. Oder ein Jumper für, oder wenn man möchte, Joystick oder sowas. Kann man ja auch machen. Dann über DB9 Adapter. Ne? Wäre eine schöne Sache. Ich habe hier dieses Mal in Platine vorgesehen mit dem 2mm Master, weil die V3s, wenn man die mit den Kehlischen anlötet, das bricht immer ab, da hat man immer nur Ärger mit, da habe ich gesagt, komm, das mache ich nicht selber. Man einfach nur einsteckt und gut ist, ne? Das ist also hier viel angenehmer, kann man einfach hier draufstecken, man braucht den Jumper hier drauf, nicht nur, weil man weiß, wo er falsch ist, man nimmt den Jumper einfach ab, der Jumper ist hier noch mit drauf, ne? Und direkt, dass er auf SPI-Modus ist, einfach, ne? Und wir brauchen ewig nicht mehr viel zu machen. Wir haben die Ports vorgesehen. Wir müssen gucken, ob wir noch einzelne Pins frei haben. Weil Anfrage kam nach User-Pins noch. Vielleicht, dass wir da noch was schaffen. Wenn wir noch was frei haben. Kassette. Bitte? Ja, zum Beispiel könnte man nur eine Kassette machen, wenn man möchte. Nee, ja, nun. Wir haben noch die Frage. Aber ich sag mal, Schäfer auf Kassette kriegen wir ja auch hin, wenn wir eine Alpson 38912 ran machen. Kannst du das dann auch noch programmieren? Ne? Dann programmierst du den so, dass er die Safe und ihm. Safe? Ja, natürlich. Also die Platine passt doch in ein altes Zelli-Gehäuse, oder? Nein. Nein. Oh. Also, wie gedacht, wegen der Folientastaturanschluss? Ich habe jetzt hier vorgesehen, für Leute, die nicht selber löten
können, weil wir nicht viel lösen können, sagen wir mal so rum. Für die Leute mache ich eine Platine, so wie diese hier, die ich extra halt genau ausspare und dann an eine Programmierschnittstelle rankommt. Die sind ja hier mit drauf. Ja, von der Höhe her würde doch passen. Ja, natürlich würde das passen. Die Leute, die eins nachgebaut haben, wie zum Beispiel der Klaus Dieter, hat sich eine Platine gemacht auf Lochraster und der Olli hat sich eine gemacht auf Lochraster. Die sind auf Celix 81 Format gegangen. Wenn man das will, kann man das ja gerne machen. Also aber für die Leute, die nicht so begabt sind oder sich das nicht zutrauen, so viele Pins zu löten da mit Zähledraht oder wie auch immer, ne, die können auf die Platine zurückgreifen, können eine PS2-Tastatur anschließen und haben das Ding. Ich mache also nicht, es geht nicht um große Fertigung, um damit jeder machen kann, sondern wirklich, der macht, das Ding ist so gemacht, vom ganzen Prinzip her, Leute, ihr könnt es selber machen, wenn ihr wollt, mit Lochrasterplatine und einfach los. Und für die, die das nicht, sich dazu nicht in der Lage sehen, sondern lieber schon für die mache ich ein paar Platinen, eben damit man dann selber was machen kann. Aber wenn man auf Celix 81 möchte, es gibt auch Leute, die möchten vielleicht lieber ein Spektrumgehäuse nehmen. Oder was auch immer, ja. Und das ist, ich habe momentan das hier vorgesehen, weil es ist eben das, was der Peter Graf vorgesehen hat für sein Q68, den 100, also 10 cm mal 8 cm. Das ist das Format, was er hat. Das wollte ich dann auch nehmen. Und habe das eben hier, das passt zufällig rein. Und dann nehme ich genau das gleiche Gehäuse. Für mich ist das dasselbe, ne? Das Originalgehäuse, das ist uns von Reichelt. Das ist eigentlich 100 mal 160. Was mit der Detlef heißt der, glaube ich, ne? mit dem Fliesensteiner mal durchgetrennt hat, ja, sodass ich da zwei draus habe, zum Preis von einem. Ist also ganz praktisch, ne? Und da ich hier die Frontplanken sowieso nicht brauche, weil ich die aus Acryl selber schneide, ist das doch viel angenehmer, ne? Das ist einfach so für die Leute. Ich habe das nicht vor, als Produkt zu sehen, sondern einfach nur als Hilfe für diejenigen, die selber nicht so eine Platine im Lochraster machen wollen. Die können von mir eine Platine bekommen. Zur Not auch mal der eine oder andere vielleicht meine bestückte. Ja. Ich da gar nicht in der Lage sehen. Aber das ist wirklich, das ist primitiv. Das ist wirklich nur ein Widerstand lösen. Das kann wirklich jeder. Bestückt muss nicht sein, Bausatz wäre gut. Genau. So, dann richtig geladen, damit wir zum Kaffee kommen. Aber mal los.